und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wow, ich habe das schon lange nicht mehr gesagt. Und ja, was soll ich sagen? Wie ist gerade die Situation? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, den Vlog. Ja, wir sind jetzt ein Monat nach dem Start des Krieges gegen die Ukraine. Und ja, es ist vieles passiert in meinem Leben. Und ich erzähle jetzt so nach und nach, was passiert ist, was gerade los ist, was bei mir auch ja, beruflich los ist und ja, was gerade auch in meinem Leben passiert. Ich habe jetzt gerade Levi abgesetzt, er hat jetzt Reiten und fahre jetzt mal die Kleinen abholen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe total verlernt, in den Vlog zu starten. So, die, die mir auf Social Media folgen, haben ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ich persönlich durch den Krieg betroffen war. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie... Es ist wirklich so ein ganz, ganz seltsames Gefühl. Man ist im Endeffekt irgendwie seit über 2 Jahren in so einem Dauerkrisenmodus. Also man hatte ja das mit der Pandemie, irgendwie war das so ein Up and Down, weil man irgendwie dachte so, ja, hey, jetzt gibt es Impfstoff, dann gab es wieder die nächste Welle, dann dachte man, oh, das war jetzt die letzte Welle und dann gab es wieder eine Welle und so weiter und so fort. Dann hatten wir Omikron, da war auch alles irgendwie schrecklich und dann irgendwie hatte ich wirklich irgendwie so ein optimistisches Gefühl, so, hey, jetzt nach Omikron waren irgendwie alle krank, gefühlt. Und jetzt haben wir unser normales Leben bald wieder. Und ja, ich muss mal ganz kurz sozusagen zurückgehen. Ich bin ja in der Ukraine geboren, für alle, die das ja noch nicht wussten. Damals hieß es Dniepropetrovsk, heute heißt es Dnipro. Und 96, als ich 10 Jahre alt war, sind dann meine Mutter und meine Oma und meine Oma nach Deutschland ausgewandert. Und ich natürlich mit. Ja, ich bin dann ja in Hamburg aufgewachsen. Und meine Tanten und Onkels waren, und Cousinen und Cousins und so weiter, waren alle noch in der Ukraine. In Kiew und in Dnipro. Wir haben übrigens diese Woche endlich mal gutes Wetter und es ist warm. Heute sind so 21 Grad und ab morgen sind es so 25, 26. Super, also das Wetter macht echt viel, viel aus. Bald können wir die Strandsaison eröffnen. So, jedenfalls war das dann so, dass meine Tante noch in Kiew gelebt hat, weil sie dort gearbeitet hat, und mein Onkel noch in Dnipro. Und ja, schon Mitte Februar, als die Lage so langsam eskalierte und die russischen Truppen an die Grenze gezogen wurden und so weiter, habe ich schon die ganze Zeit mit meiner Familie gesprochen und telefoniert und war sehr, sehr besorgt. Ich habe ehrlich gesagt das durchaus kommen sehen, dass er das nicht aus Spaß macht, da Tausende von Truppen an die Grenze zu bringen. Was ist das größte und schwerste Lebewesen auf der Welt? Ja, und welche Optionen gibt es? Tier, Pilz oder Pflanze? Das größte? Und schwerste. Und schwerste. Lebewesen. Tier? Welches? Weiß ich nicht. Wal? Welches?
ein bestimmter Wal? Welcher? Ich weiß es nicht. Blauwal, wenn schon. Vielleicht. Dann würde ich das größte und schwerste Tier sagen. Aber nein. Der Hallimasch. Wer? Hallimasch. Was ist das? Ein Pilz. Ein Pilz? Ist das größte und schwerste Lebewesen? Ja, es ist so schwer wie 3 Blauwale. Oha. So 600 Tonnen. Wo gibt's das? 600 Tonnen. Der Hallimasch. Wo gibt's denn diesen Pilz? Australien. Australien? In Regenwäldern. Der Hallimasch. Okay. Wir sehen zwar nur die obere die Krone, aber eigentlich gräbt er sich sehr tief unter der Erde. Und seine Wurzeln machen die Größe eines Fußballplatzes. Ja, Fußballplatzes. Wow. Eines Ganzes. So, wir sind in unserem Lieblings-Bagel-Laden und Rosa und ich essen jetzt Donuts, leckere Donuts. Das ist mein kleiner Donut. Ja, ich sitze jetzt eigentlich am Esstisch und arbeite mit meinem Computer und habe gerade einen sehr interessanten Artikel gelesen, wo es darum geht, dass Israel ja noch vor der Omikron-Welle angefangen hat, alle Menschen über 60 zum vierten Mal, also quasi zweiten Booster-Shot, zu verteilen. Und das wurde ja kritisiert, beziehungsweise wurde sowohl in Israel so ein bisschen von einigen skeptisch gesehen als auch in der Welt, weil es eben noch keine Daten dazu gab, ob es wie effektiv das ist. Und Israel ist, glaube ich, das einzige Land, das eben vor der Omikron-Welle noch die älteren Menschen eben mit zum vierten Mal geimpft hat gegen Corona. Und jetzt zeigt die Studie, dass es eben sehr, sehr, sehr viele Leben gerettet hat von eben älteren Menschen. Also viele ältere Menschen haben dadurch überlebt, dass sie eben diesen vierten Shot vor der Omikron-Welle noch bekommen haben. So, bevor ich euch weiter die Geschichte meiner Familie erzähle, in der Ukraine, wollte ich mal was zeigen. Wir haben vor einiger Zeit für GeoWissen der Steffi ein Interview gegeben. Und das ist, glaube ich, immer noch Deutschland verfügbar, dieses Heft zum Thema Heimat. Und da sind wir. Das sind ganze 6 Seiten. Sehr schöne auch Fotos. Wir werden Schabbat-Vorbereitungen machen. Und ja, das ist, ich glaube, das erste Interview zusammen, mein Mann und ich. Und hier noch. Das war noch Chanukka, das war Dezember. Genau. Jetzt hole ich mal die Kleinen ab. Heute ist wirklich mega gutes Wetter. Wir haben irgendwie über 26 Grad. Sehr, sehr warm. Wie ihr merkt, ich bin im T-Shirt. Irgendwie ist es doch wieder zurückzukommen zum normalen Posten, normale Vlogs wieder machen, normales Arbeiten. Doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe.
Es ist jetzt der zweite Tag und ich wollte euch ganz kurz ein Update geben, was gerade eigentlich bei mir los ist, auch beruflich. Und wir haben seit März wieder angefangen, Business-Tours zu machen. Ich freue mich und ich kann es echt nicht glauben. Also wir waren ja seit fast 2 Jahren von der Pandemie, konnten wir ja keine Business-Tours machen. Und jetzt hatten wir eine Tour vor 2 Wochen oder so. Nächste Woche haben wir wieder eine Tour, eine Business-Tour aus Deutschland zum Thema Cybersecurity, Mobility und so weiter. Mega aufregend. Und dann natürlich die folgenden Monate auch wieder Tours. Ja, und das hat natürlich, die erste Tour war so gerade eine Woche, ein bisschen mehr, 1,5 Wochen, nachdem der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Und ich war ja wirklich die ersten irgendwie, das war schon fast 2 Wochen eigentlich, ja. Und danach war ich nicht so wirklich ansprechbar. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe geweint, ich habe die ganze Zeit mit meiner Familie telefoniert. Die waren ja in Kiew und in Dnipro. Und das war, die Erleichterung kam tatsächlich in der Woche, wo die erste Business-Tour war, weil meine Familie dann fast alle nach Israel ausgewandert sind. Und eine Tante ist zu meinen Eltern nach Deutschland, aber fast alle sind nach Israel, und dann war einfach so ein bisschen die Erleichterung da auf der einen Seite. Jetzt kann ich so langsam wieder anfangen, irgendwie habe ich mich in der Lage gefühlt zu arbeiten, aber es war trotzdem ganz, ganz seltsam. Ich konnte, wir waren ja alle irgendwie erstarrt, und vor allem die irgendwie betroffen waren, weil ihre Familien in der Ukraine waren oder sind. Es war emotional wirklich eine sehr, sehr harte Zeit, ist es immer noch. So langsam habe ich das Gefühl, dass ich jetzt auch wieder andere Sachen posten kann oder in der Lage bin, emotional andere Sachen zu posten. Das war auch der Hintergrund, warum ich letzte Woche zum Beispiel meinen Geburtstag auch nicht wirklich gefeiert habe. Ich bin nur mit einer Freundin ausgegangen. So, das zum einen. Dann haben wir ja noch im Sommer unseren bundesweiten Hackathon gegen Antisemitismus in Hamburg. Wir haben dieses Jahr noch den Media Summit. Also es ist viele Business-Tours, es ist viel, viel geplant, es gibt sehr viel Arbeit. Das ist so ein bisschen meine Herausforderung. Ich habe wahnsinnig viel zu tun, und was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite, es ist einfach, wie ich schon gesagt habe, man ist in so einem Stressmodus, und es ist auch emotional, die Pandemie, diese Unsicherheit, dann jetzt auch diese Sache mit dem Krieg. Es ist einfach wirklich emotional nicht sehr einfach zu verdauen, und ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Es ist natürlich sehr schwer, mein Land irgendwie, irgendwie verschwinden zu sehen. Also, dass das die Stadt, wo ich geboren bin, zwar noch nicht so stark betroffen ist, Dnipro, aber wo meine Familie gelebt hat, Kiew, andere Städte, es ist einfach, ich habe mich nicht so ganz mit der Ukraine mehr verbunden gefühlt als Heimat, aber das ist tatsächlich, hat sich ein bisschen geändert, seit da der Krieg angefangen hat. So, ich glaube, ich könnte noch stundenlang reden, aber es ist jetzt erstmal genug. Versuche mal in den anderen Vlogs da noch ein bisschen mehr vielleicht von den Geschehnissen zu verarbeiten. Was ich noch sagen wollte, was ich super interessant finde, ist, ich arbeite ja mit, verbinde ja deutsche Unternehmen mit israelischen Startups. Und gerade dieser Bereich, welche Startups, welche Innovationen, welche Bereiche werden eigentlich jetzt aufgrund des Krieges noch wichtiger. Und das ist ein super spannendes Thema. Und da kann ich nur sagen, da bereite ich nur ein bisschen was Größeres vor, aber kurz kann man sagen, dass auf jeden Fall natürlich, wir sehen die ganzen Hacking-Angriffe der russischen Hacker, also Cybersecurity wird auch nochmal, haben wir in der Pandemie gesehen, wurde wichtig, und jetzt wird das noch wichtiger. Das ganze Thema Fake News, also Nachrichten, Fake News, wie filtert man das und etc. auch. Das Thema Energie, klar, und ja, viele andere Themen auch. Und jetzt bin ich
verabredet. Das ist so eine Art ja, Business-Dinner und hier in Herzliya, in dem schönen Hafen in Herzliya. Und ja, ich glaube, ich mache mal an dieser Stelle Schluss, sonst wird dieser Vlog unendlich. Und ich hoffe, dass ich jetzt so ein bisschen nach und nach mich wieder ja, in meine Vlogs einarbeiten werde. Ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel einfach nur, wie man sagt, Talking Head aufgenommen. Aber ja, danke, dass ihr geduldig wart. Danke auch für die all wundervollen Nachrichten, die ich von euch bekommen habe zur Unterstützung. Damals meiner Familie und auch als mein Onkel die jüdische Gemeinde evakuiert hat, haben so, so viele gespendet und unterstützt und geteilt die Informationen. Auch so viele haben mir persönlich geschrieben, dass es denen leid tut, dass ich in so einer, ja nicht nur ich natürlich, aber dass sie mitfühlen und danke dafür. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut getan und ja, bis zum nächsten Mal. Shalom!